Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Wanderfreundinnen und liebe Wanderfreunde, diesen Samstag, den 13. Mai, treffen wir einander in Pernitz zur Wachseneck-Rundwanderung, aber gegen den Uhrzeigersinn. Und ich zeige dir jetzt hier ungefähr so, wie die Planung lautet. Zunächst einmal haben wir, was ist hier? So, jetzt haben wir was. Zunächst einmal haben wir leider eine Regenwahrscheinlichkeit von 58% um 13 Uhr und gegen 17 Uhr 44% Regenwahrscheinlichkeit. Also das heißt, es wird zumindest stark bewölkt sein. Und darüber hinaus wird unser Ausgangspunkt, ich kann dir das hier zeigen, auf Google Maps, Pottensteiner, also Schärftal, Pottensteiner Straße geht es hinauf und hier oben ist dann der Treffpunkt auf dem Hals. Ich zeige dir das in der Vergrößerung und dieser Treffpunkt hat leider sehr wenige Parkplätze. Also wenn es 7, 8, 9 Parkplätze sind, vielleicht 10 Parkplätze, ist es viel. Hier auf der Seite sind auch noch ein paar. Es ist hier aufsteigend oder ansteigend, wie man sagt. Und hier oben ist halt ein nicht mehr im Betrieb befindliches Gasthaus oder Wirtshaus. Also hier geht dann noch so eine Straße rauf. Und hier sind ein paar Parkplätze. Das ist der Ausgangspunkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir treffen einander am Samstag um 14 Uhr hier unten an der Kreuzung beim Pennymarkt in Pernitz. Also wenn noch jemand etwas vorher einkaufen möchte, ist vielleicht hier eine gute Gelegenheit. Der hat bis 18 Uhr geöffnet, kann man das hier sehen. Und hier geht es dann eben rechts rauf zu dieser Pottensteiner Straße. Ich vermute, dass die Einfahrt zum Pennymarkt hier um die Ecke ist, also dass man hier erst herein kann. Und wenn wir dann sozusagen losfahren, dass natürlich hier dieses Areal verlassen wird und dass wir uns eben Parkplätze woanders suchen, also wo sie sozusagen legal sind, weil ich glaube, man darf hier nur eine Stunde als Einkaufender parken. Und ansonsten habe ich hier die Strecke ungefähr auf der Karte, die habe ich hier vor mir liegen. Hier ist eben Pernitz mit Treffpunkt Penny und dann geht es eben hier mit weniger Autos, das ist ja der Gedankengang dahinter, dass wir zum Beispiel, wenn wir einzeln mit den Fahrzeugen kommen, dass man dann zum Beispiel 3 oder 4 Leute sich in einem Auto zusammenfinden und dann hier eben hinauf Richtung auf dem Hals zu diesem Parkplatz. Dann geht es hier herüber, den Waldweg und jetzt möchte ich die Strecke anders gehen, nicht zuerst zum Wachseneckhaus, sondern zunächst einmal hier hinunter Richtung Geier, Sattel, dann Heuschober und erst auf dem Rückweg sozusagen, dass wir hier dann im Wachseneckhaus einkehren. Das ist eine Wanderung von circa 10 Kilometer und ich hoffe, dass es eben vom Wetter betrachtet halten wird. Also wie gesagt, am Samstag um 14 Uhr Treffpunkt hier beim Penny Parkplatz und dort machen wir dann Näheres aus, wie wir dann eben hier gemeinsam mit weniger Fahrzeugen dann hier hinauf gelangen. Gut, das war mal die Vorinformation und wenn du Interesse hast, dann bitte bis am Samstag. Ende.